Hallo und willkommen zum Podcast von BlackBerry Base. Letzte Woche musste ja der Podcast leider ausfallen. Dafür versorgen wir euch heute wieder an einem ziemlich regnerischen und gewittrigen Samstag mit Infos rund um das Thema BlackBerry. Dann geht's auch direkt mit der ersten Meldung dieser Woche los. BlackBerry als Blaupause für Apple. In den letzten Monaten stand Apple verstärkt im Fokus der Analysten, welche über die Zukunftsaussichten des Konzerns aus Cupertino sinnierten. Während in den letzten Jahren die Entwicklungsperspektiven nahezu als grenzenlos positiv eingeschätzt wurden, mehren sich aktuell die Stimmen, die ein nicht ganz so rosiges Bild von dem in Klammern noch wertvollsten Unternehmen der Welt malen. So meldet sich Marco Arment, einer der Mitbegründer von Tumblr, in seinem Blog zu Wort mit der Frage, ob Apple das gleiche Schicksal wie BlackBerry erleiden wird. Diverse Medien haben diesen Beitrag aufgegriffen und kommentieren die Aussagen von Arment. Fakt ist, Apple ist aktuell mit 520 Milliarden Dollar das wertvollste Unternehmen der Welt und damit im Vergleich zu BlackBerry mit 3,5 Milliarden Dollar am anderen Ende der Futterkette positioniert. Wie kann man daher nur von einem drohenden Absturz von Apple sprechen? Blickt man jedoch einmal in das Jahr 2007 zurück, dem Jahr, in dem Apple sein iPhone vorstellte, damals war BlackBerry, beziehungsweise damals noch Research in Motion, unangefochtener Marktführer. Ja, so lange ist das noch nicht her. Apple pulverisierte den damaligen Mobilfunkmarkt. Design, Touchscreen und User Interface waren absolut wegweisend und ließen die ehemaligen Platzhirsche wie Dinosaurier erscheinen. Lange wollten und konnten BlackBerry oder auch Nokia nicht erkennen, wie sich die Welt und damit die Nutzung der Geräte weg von der reinen Telefonie und dem Versand von E-Mails hin zu kleinen PCs veränderte. Der eine, nämlich Nokia, ist längere Zeit vom Markt verschwunden und versucht nun wieder als Geräteanbieter Fuß zu fassen. Der andere, nämlich BlackBerry, sucht spät, aber hoffentlich nicht zu spät, nach einer zukunftssicheren Positionierung als Soft- und Hardwareanbieter. Und was hat das jetzt mit Apple zu tun? Marco Arment sieht die große Gefahr, dass Apple nun selbst die aktuellen Entwicklungen verschläft und keine Antworten auf die von Amazon, Facebook und Google mit Vehemenz forcierten und auf den Erkenntnissen der künstlichen Intelligenz und Big Data basierenden persönlichen Assistenten und Sprachinterfaces findet, die die Nutzer noch stärker in dem jeweiligen Mikrokosmos binden sollen. Security Summit am 19.07.2016. Wie in den beiden vergangenen Jahren wird auch diesmal wieder das jährliche Security Summit von BlackBerry veranstaltet. Das Summit findet am 19.07. in New York statt. John Chen und weitere Verantwortliche von BlackBerry werden mit anderen Branchen-Executives, Branchenexperten und weiteren Partnern die aktuellen Bedrohungen der IT-Welt sowie die Auswirkungen auf mobile Sicherheit für Regierungsstellen, Unternehmen und Konsumenten diskutieren. Interessant dürfte werden, ob BlackBerry wieder eine Case Study präsentiert. Letztes Jahr war es bekanntlich der Hack in eine Infusionspumpe. Mal schauen, ob und was BlackBerry diesmal am 19.07. präsentieren wird. Handelsblatt BlackBerry ohne BlackBerries. Das Handelsblatt berichtete ausführlich über die Neupositionierung von BlackBerry, weg vom Hardware und hin zum Softwareanbieter. Unter der Überschrift Software als Zukunftsgeschäft fasst das Blatt ein Interview mit Carl Wiese, dem Vertriebschef von BlackBerry, zusammen, in dem dieser insbesondere die zurückliegenden, millionenschweren Käufe von Good Technology, Watchdogs, Movirtu, Adhoc sowie SecuSmart als notwendige Bausteine für das Softwaregeschäft von BlackBerry bezeichnet. Damit nicht genug, nennt Carl Wiese konkrete Kriterien für mögliche weitere Unternehmenskäufe. Die Spezialisierung im Bereich mobiler Sicherheit, plattformübergreifende Angebote und Marktführerschaft im Kerngeschäftsbereich. Dafür, so Carl Wiese, stünden mehr als 1 Milliarde Dollar zur Verfügung. BlackBerry werde in Zukunft Unternehmen noch besser dabei unterstützen, ihr Geschäft mobil zu machen, ohne die dabei erforderlichen Sicherheitsbedürfnisse zu vernachlässigen, so Carl Wiese, und verwies auf die Bedeutung des Internet of Things für BlackBerry. Das Betriebssystem QNX sieht er, trotz der aktuellen Aktivitäten des Wettbewerbers Google im automobilen Bereich, durch den Einsatz in mehr als 60 Millionen vernetzter Fahrzeuge als marktprägend, dessen Wachstumsgrenzen jedoch noch lange nicht erreicht wären. Dem starken Wettbewerb, auch im Bereich Internet of Things, will BlackBerry durch Spezialisierung zum Beispiel dem Logistikbereich entgegenwirken. So testet das Unternehmen in den USA in einem Pilotprojekt ein neues BlackBerry-Device. Kein Smartphone, sondern eine kleine Box namens Radar, die per Funk die Standorte von Containern und Trucks an die Zentralen bzw. an die Kunden meldet und dabei gleichzeitig Informationen zu Temperaturen und Feuchtigkeit übermittelt. Der Umsatz mit Software und Dienstleistungen trug laut Carl Wiese im abgelaufenen Geschäftsquartal zu rund 1/3 zum Konzernumsatz bei. Dabei wuchs der Geschäftsbereich um 106% auf 153 Millionen US-Dollar. Im gesamten Geschäftsjahr waren es 527 Millionen Dollar.
BlackBerry im Interview mit Entwickler QT Helix. Auf Inside BlackBerry gibt es immer wieder interessante Interviews mit BlackBerry-Entwicklern zu lesen. Diesmal stand Michael Muth alias QT Helix den Autoren Rede und Antwort. Er hat bereits 30 Apps für BlackBerry 10 entwickelt, darunter auch die bekannten Anwendungen BlackBullet und Clipman. Das vollständige Interview findet ihr im Artikel bei uns auf der Base. Twitter, mehr Platz für Tweets. Gerüchte über die Aufweichung der 140-Zeichen-Obergrenze bei Twitter gibt es seit einiger Zeit. Zunächst hieß es, die Grenze fällt komplett, dann ruderte Twitter zurück und verkündete das grundsätzliche Festhalten daran. Synonym für den Begriff grundsätzlich kann man auch in der Regel verwenden und daher haben die Nutzer auf eine Konkretisierung der Ausnahmen von der Regel gewartet. Twitter hat nun geliefert und gibt folgende Ausnahmen von der 140-Zeichen-Obergrenze bekannt. Wird in einem Tweet eine Person mit dem Namen angesprochen, wird diese Zeichenfolge nicht mehr zu den 140 Zeichen hinzugezählt. Analog verfährt Twitter auch mit Anhängen wie Fotos, Bildern, GIFs, Videos und zitierten Tweets von anderen Nutzern. Zukünftig wird es auch möglich sein, eigene Tweets zu retweeten bzw. zu zitieren, ohne dabei die Zeichenobergrenze zu belasten. Twitter will mit dieser Modifizierung seinen Nutzern die Möglichkeit zu Ergänzungen ihrer ursprünglichen Tweets verschaffen. Neue mit dem Namen beginnende Tweets erreichen zukünftig alle Follower. Dadurch entfällt der in der Vergangenheit notwendige Punkt vor dem Namen. PayPal beendet native OS 10 App. Wie bekannt wurde, wird PayPal den Support für die native OS 10 App beenden. PayPal wird den Support sowohl für OS 10 als auch für Windows Mobile am 30.06.2016 einstellen. PayPal teilte mit, dass die Apps nach dem 30.06. nicht mehr zu nutzen sind. Nutzer von OS 10 und Windows Mobile werden dann nur noch über ihren Browser auf herkömmliche Art und Weise PayPal nutzen können. PayPal begründet das Supportende mit der Konzentration der eigenen Ressourcen auf die beiden wichtigsten Systeme. Für OS 10 und Windows Mobile sollen keine Ressourcen mehr bereitgestellt werden. WhatsApp von den Memory Studios. Wie viele WhatsApp-Nutzer unter uns wissen, endet der Support für WhatsApp unter OS 10 Ende diesen Jahres. Wie jetzt der App-Entwickler Memory Studios auf seinem Instagram-Profil bekannt gegeben hat, wird dort an einer Lösung für dieses Problem gearbeitet. Memory Studios möchte eine App für WhatsApp unter OS 10 entwickeln, welche unabhängig vom Support der Hersteller ist. Also eine einfachere Variante wie die aus dem BlackBerry aus dem Google Play Store. BlackBerry Priv App Updates. BlackBerry hat für das Priv ein Sortiment von App Updates zum Download freigegeben. Viele neue Funktionen haben Einzug gehalten und verbessern somit die Funktionalität des Priv um das Vielfache. Folgende Apps wurden hierbei upgedatet bzw. aktualisiert. Zum einen die BlackBerry Kamera, die BlackBerry Tastatur, der Hub, der Kalender, die BlackBerry App Detect, der BlackBerry Keeper, BlackBerry Kontakte sowie die BlackBerry Services, Notizen, Aufgaben, die Gerätesuche sowie das Startprogramm. Priv Software Update für Android Marshmallow angekündigt. Michael Cluley, Director of Software Product Management bei BlackBerry, hat ein Software Update für das auf dem Priv installierte Android Marshmallow angekündigt. Details zu den Änderungen wurden jedoch bisher noch nicht genannt. Das Update wird zusammen mit den regelmäßigen Sicherheitsupdates von BlackBerry ab dem 6. Juni auf die Geräte überspielt. Daher wird das Update etwas umfangreicher ausfallen und sicherlich auch etwas länger dauern als die üblichen Sicherheitspatches. Das soll es für diese Woche auch erstmal wieder gewesen sein. Euch allen wünschen wir natürlich noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Wochenende.